Gefährliche Rettungsaktion in Australien. Die Fluten hatten einen 14 Jahre alten Jungen in einem Wald in der Nähe von Rockhampton mitgerissen. Ein Feuerwehrmann versuchte, den Jungen zu retten und ging dabei im reißenden Wasserstrom fast selbst unter. Am Ende kamen beide aber doch heil ans Ufer. Die Feuerwehr hatte am Freitag viel zu tun. Nach Angaben der lokalen Medien sind im Bundesstaat Queensland rund 20 Menschen aus den Fluten gerettet worden. Mehr als 70 Straßen und viele wichtige Verkehrsverbindungen mussten gesperrt werden.